Also ich bin Lucia Mara Schukan und ich bin Zeremoniengestalterin, moderne Priesterin, sage ich auch gerne. Viele Menschen sind auf der Suche nach Alternativen, nach Möglichkeiten aus dem verrückten Hamsterrad, wo wir drinnen leben, in dieser heutigen Zeit und Welt, andere Antworten zu finden, andere Zugänge zu finden, zu sich selber zu finden. Und ein Ritual kann helfen, sich wieder zu erinnern, dass wir alle zyklische Wesen sind, dass wir Naturwesen sind, dass wir Teil sind von diesem ganzen grossen Kosmos. Also ich lade ein zu einer Meditation. Ein Moment, wo du noch mal einfach ganz in dich einsinken kannst, deine Augen kannst schliessen. Eine Mondzeremonie oder ein Mondritual macht man, um sich zu verbinden mit dem Mond, mit den Zyklen. Und man kann jede von diesen verschiedenen Phasen feiern. Der Vollmond und der Neumond, das sind die bekanntesten. Und jeder von denen hat eine andere Bedeutung im Innen und im Aussen. Der Vollmond ist eher das volle Leben und die Fülle und viel Energie. Und der Neumond ist eher das Sterben, der Tod und Neuanfang. Also meistens bei einer Mondzeremonie arbeite ich mit Klang, mit Musik. Lieder singen, Töne. Die Mondkraft ist sehr eine weibliche Kraft. Also sie aktiviert eigentlich die weiblichen Anteile in mir. Und die weiblichen Anteile, die sind nicht rational, die sind intuitiv und die sind nonverbal. Also alle Ausdrucksformen, die nonverbal ausgedrückt werden können, die fördern meine Beziehung zu meinem Wasser und zu meiner Beziehung mit dem Mond. Das heisst, Klang und Gesang, das fördert eigentlich so die intuitiven Fähigkeiten. Und meistens hat es Wasser. Also meistens habe ich eine Wasserschale dabei. Dort gibt es ein Ritual, wo wir uns bedanken beim Wasser. Und wenn ich mich bedanke beim Wasser, dann fördere ich meine Beziehung zu diesem Element. Und das Wasser hat, wie gesagt, eine grosse Bedeutung oder einen starken Zusammenhang mit dem Mond. Wir machen jetzt eine Wasserzeremonie. Wir verbinden uns verbinden mit dem Wasser. Das ist Wasser, das die letzten zwei Nächte draußen am Mondlicht war mit meinen Kristallen. Und die Kristalle, die das Mondlicht absorbieren und dem Wasser abgeben. Das heisst, das Wasser ist gefüllt mit Mondenergie. Wenn ich dann mit dem Wasser, das sich alle damit bedankt haben, noch mich wasche zum Beispiel oder mein Gegenüber wasche, dann kann das helfen, etwas loszulassen, mich zu reinigen, meine Gedanken zu reinigen. Ich schaue eigentlich meistens, dass beide Elemente präsent sind, also das Feuer und das Wasser, weil die beiden Elemente wichtig sind auch in der Verbindung. Ich darf mit dieser Gabe, mit dieser Opfergabe als Feuer, darf ich auch etwas dem Feuer übergeben, zum Verbrennen, etwas, das mir nicht mehr länger dienlich ist. Also das Feuer zu machen, das bringt eigentlich die Beziehung zum Element Feuer, auch zum männlichen Element, zu der Sonne. Ein Feuer in der Mitte hilft, den Fokus zu halten von einem Ritual. Und ist etwas, das sich einfach alle Leute damit verbinden können, weil wir schon seit Jahrhunderten immer ums Feuer gehockt sind. Und alles, was gesagt worden ist, erhört werden. Alle Gebete. Alle Wünsche zum höchsten Wohl, vom grossen Ganzen.